Was habt ihr euch für das Spiel gegen Frankreich vorgenommen? Also ich persönlich natürlich habe ich mir vorgenommen, gegen Frankreich zu gewinnen. Aber wir wollen natürlich ein gutes Spiel abliefern. Frankreich ist eines der besten Teams Europas. Das bedeutet, es wird eine Herausforderung sein, auf jeden Fall gegen Frankreich alles zu geben. Und ich denke, das werden wir auch. Ich denke mal, erstmal bereiten wir uns natürlich so darauf vor, dass wir wirklich auf eine sehr athletische und physisch starke Mannschaft kommen, treffen werden. Ich denke, wir trotzdem, trotz allem konzentrieren wir uns auf unsere Sachen. Es ist ja noch Vorbereitung, das heißt, wir müssen auf uns achten, nicht auf Frankreich. Und wir können natürlich erwarten, dass es Frankreich ist, dieses Jahr ganz klar der Favorit auf die Meisterschaft und dementsprechend ein bisschen vorbereitet sein und sehr stark agieren gegen die Franzosen. Ja, wir wollen natürlich ein gutes Spiel machen. Wir haben, denke ich, mit zwei Mannschaften gespielt bis jetzt, die man nicht vom Niveau her mit Frankreich vergleichen kann. Wir wissen, dass Frankreich um eine Medaille mitspielen will, wird. Natürlich absolute Einzelkönner und wir wollen da auch da ein gutes Spiel machen und trotzdem unser Spiel machen und das mit dem erfolgreich sein, mit dem wir bisher erfolgreich gewesen sind. Und freut man sich auf so ein Spiel gegen Frankreich ein bisschen mehr als jetzt zum Beispiel gegen Portugal? Ich denke schon, ja. Das ist natürlich eine große Arena, ein großes Spiel gegen einen großen Gegner. Das, ich glaube, da ist man noch ein bisschen heißer, als man das vorher war. Das ist auf jeden Fall was Besonderes. Also wir werden nicht in Ehrfurcht erstarren, aber ich glaube, es ist natürlich ein großer Spaß, auch für jeden, eine große Herausforderung, jetzt gegen die besten Spieler in Europa zu spielen. Die Franzosen sind sicherlich ein Medaillenkandidat, gespickt mit Topspielern. Selbst hinten auf der Bank sind das alles Euroleague-Starter, tolle Spieler. Und das ist sehr interessant für uns zu sehen, wie wir uns offensiv und defensiv schlagen werden.